Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch heute am 7.4.2020 melde ich mich mit einem kurzen Podcast über die aktuellen Entwicklungen an unserer FAU. Beginnen möchte ich mit drei schönen Beispielen für aktuelle Forschungsinitiativen rund um Corona, die an der FAU gestartet wurden. Professor Dr. Holger Hackstein aus unserem Universitätsklinikum und sein Team sind die ersten in Deutschland, die therapeutisches Plasma zur Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patientinnen und Patienten herstellen dürfen. Wir hatten eine extrem positive Resonanz auf den Spendenaufruf an ehemalige Corona-Patientinnen und Patienten. Über 200 Personen hatten sich innerhalb kürzester Zeit bei uns gemeldet. Die Produktion des therapeutischen Plasma kann ab sofort starten und die aktuellen Daten aus unserer Forschung deuten darauf hin, dass das Immunplasma lebensbedrohliche Verläufe der Krankheit deutlich abschwächen kann. Wäre es nicht interessant, eine Corona-Infektion live zu beobachten? Genau das ist die Frage, mit der sich die Wissenschaftler Professor Weizandokdar und Professor Klaus Überla beschäftigen. Sie schauen sich an, wie Zellen durch Coronaviren infiziert werden und wie diese Viren und Zellen über einen längeren Zeitraum mit hoher Zeit- und Ortsauflösung interagieren. Dafür verwenden die Wissenschaftler ein besonders leistungsfähiges Mikroskop. Sie haben die Hoffnung, auf diese Weise an Therapien gegen Covid-19 mithelfen zu können. Spannend ist auch ein Projekt, das am Institut für Psychogerontologie an der FAU bearbeitet wird. Es soll die wichtige Frage erforscht werden, wie Menschen mit der Corona-Krise umgehen. Wir wollen wissen, welche persönlichen Erfahrungen, Sorgen und Verhaltensweisen die Menschen bezüglich Covid-19 haben. Insbesondere das Gefühl der Unsicherheit trifft ältere Menschen und stellt sie vor neue Herausforderungen. Professor Frieder Lang und seine Kolleginnen und Kollegen haben dafür eine Befragung gestartet, die noch bis zum 13. April läuft, und Interessierte ab 18 Jahren können daran gerne teilnehmen. Zum Abschluss noch ein paar Sätze zum Semesterstart. Bei uns in der Verwaltung laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und auch die Lehrenden an der FAU sind damit beschäftigt, ihr Online-Angebot aufzubauen. Aber auch unsere Studierenden bereiten sich auf das neue Semester vor und haben die unterschiedlichsten Probleme zu bewältigen. Um zu verstehen, womit unsere Studis derzeit kämpfen, habe ich heute die Studentin Edda Simsek zu einem Gespräch eingeladen, das in unserem YouTube-Kanal übertragen werden wird. Ich habe mit Edda über die verschiedensten Fragen sprechen können. Wie bereitet sich ein Studi an der FAU auf die Online-Vorlesungen vor? Wie laufen die Planungen für die Prüfungen, die ausgefallen sind? Oder wie arbeitet man in Lerngruppen in der digitalen Welt zusammen? All das sind Fragen, die ich mit unserer Studentin besprochen habe. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich dieses Gespräch im Internet anzusehen. Und noch eine Anmerkung am Schluss. Ich habe in einem meiner letzten Podcasts erwähnt, dass die Vorlesungen des Sommersemesters bis zum 7. August laufen können. Und damit ist die Vorlesungszeit um 2 Wochen verlängert und nicht nur um eine, wie ich das fälschlicherweise am Sonntag gesagt habe. Wie immer danke ich Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Woche. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.